Superman und Hulk gehören zu den stärksten Charakteren im Marvel und auch im DC-Universum jeweils. Aber die Frage gibt's natürlich auch, wer würde in einem Kampf gewinnen? Superman oder Hulk? In diesem Video beantworte ich denn diese Frage, denn 1996 gab es ein Comic-Crossover zwischen Marvel und DC und dort haben Superman und Hulk gegeneinander gekämpft. Alles, was in den Comics passiert ist, gibt's also in diesem Video. Fangen wir also direkt an. Superman und Hulk haben sich öfters schon in Comic-Events getroffen, aber nach ihrem ersten Treffen können sie sich nach einem Jahrzehnt endlich wieder auf den Seiten von Marvel vs. DC von 1996 wirklich messen. Denn 1996 gab es ein Crossover-Event zwischen Marvel und DC und das ist auf jeden Fall ein Videoformat auf meinem Kanal. Die ersten drei Teile, also Batman vs. Captain America, Flash vs. Quicksilver und Storm vs. Wonder Woman, findet ihr alle hier oben in den Infokarten, plus auch meine Marvel und DC Playlist. Und das ist also jetzt Teil 4 mit Superman vs. Hulk. Denn in diesem Comic gab es kosmische Entitäten, die das DC und das Marvel-Universum repräsentieren. Und die gehen in Konflikt, die geraten in einen Konflikt. Und die Champions, also die Charaktere aus diesen Universen, treten also gegeneinander an. Und die Gewinner dieser Duelle werden dann durch Fan-Votings ermittelt oder wurden durch Fan-Votings ermittelt. Und die verlierende Realität wurde aus der Existenz ausgelöscht. Also ihr seht schon, ein sehr verwirrendes Comic-Event. Am Ende war es einfach nur geil, die Charaktere aus Marvel und DC gegeneinander kämpfen zu sehen. Und genauso geil ist auch dieses Duell. Denn einer der schicksalhaftesten dieser Schlachten war der zwischen Superman und dem Hulk. Bemerkenswert ist, dass dieser Kampf für beide Charaktere in besonders turbulenten Zeiten stattfand. Superman ist kürzlich erst auferstanden nach dem Tod von Superman-Event bei DC und der Hulk wurde jetzt zum schlaueren und gezähmten Professor Hulk. Das heißt, beide Charaktere haben sehr viel in ihrem Leben dazugelernt und sie haben sich auch in letzter Zeit sehr krass verändert und dann haben sie direkt ein Duell gegeneinander gehabt. Erstmal der neu auferstandene Superman nach seinem Tod und jetzt auch der schlaue und gezähmte Professor Hulk und jetzt kämpfen sie gegeneinander. Beide waren sich der vollen Bedeutung des Kampfes bewusst und wussten, wie stark der andere wirklich war und lieferten sich einen gewaltigen Faustkampf in einem leeren Tal. Hulk entfesselte seine Fähigkeiten vollständig gegeneinander und konnte eine Weile mit dem Kryptonier Superman mithalten. Aber als Superman entscheidet, dass das Speichern von allem, was er jemals wusste, Grund genug ist, um jemanden niederzumachen, den er lieber als Freund betrachten würde, entfesselt Superman einen verheerenden Schlag, der die umliegende Schlucht zerstört und den Hulk kalt macht. Es ist ein entscheidender Sieg für Superman, aber einer, der von der Natur von DC vs. Marvel unterstützt wurde. Denn wie schon gesagt, die Gewinner dieser ganzen Comic-Duelle wurden durch ein Fan-Voting oder eine Fan-Abstimmung ermittelt und die Fans haben sich dann also für Superman entschieden. Ich habe auch auf Superman gewettet, wenn ich ehrlich bin. Ich liebe Hulk, ich liebe Professor Hulk, auch in den Filmen, aber natürlich auch in den Comics. Aber Superman ist Superman, man kann ihn nicht besiegen. Manchmal ist er ein bisschen zu stark für die ganze Welt. Aber am Ende hat er gewonnen und Superman ist der Sieger von diesem Duell. In den nächsten Tagen und Wochen kommen dann die anderen Teile von dem Marvel vs. DC Comic Crossover und schreibt mal gerne in die Kommentare, auf wen hättet ihr gewettet, Superman oder Hulk? Schreibt auch in die Kommentare, ob euch solche Comic-Videos gefallen. Wenn ja, dann mache ich natürlich viel mehr davon. Lasst aber ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um die nächsten Videos rund um Marvel, Star Wars und DC nicht mehr zu verpassen. Das war's für dieses Mal, bis zum nächsten Mal, macht's gut und... Ciao.